Das Spiel ist ab 6 Jahren. Solltet ihr noch nicht so alt sein, dann schaut euch doch lieber ein anderes Spiel an. Ich müsste dann noch mal langsam gucken, dass wir vielleicht noch mal neues Essen beschaffen gehen. Ich meine, wir haben zwar noch genug Tomaten, aber sonst sieht es ein bisschen rar aus. Obwohl, wir haben Fleisch. Wir haben das Bison ja eben fertig gegrillt. Das können wir uns dann gleich auch mal in den Rucksack packen. Zumindest ein Teil davon. Das sollte von Anfang erstmal reichen. Dann können wir erstmal in Ruhe weiterbauen. Und später dann nochmal auf die Jagd gehen. Noch eine Reihe. So. Das sollte doch erstmal reichen. Nicht schön, aber selten, wie ich immer sage. Dann holen wir uns jetzt mal die Hinlocks hier raus. Und fangen doch direkt mal an. Wir bauen doch hier jetzt erstmal wieder 5 an. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Also erstmal gehe ich auf 5. Das sollte für 2 Werkbänke, sprich für 2 Bänke auf jeden Fall reichen. Ja, das reicht erstmal. Wir werden noch später oben das Steinhaus drauf bauen. Das können wir auch leicht größer bauen. Das sieht vielleicht auch noch einigermaßen okay aus. Und dann haben wir erstmal genug Platz. Dann würde ich hier unten vielleicht so ein bisschen die Stoffproduktion, die Holzproduktion reinlegen. Und nach oben werden wir dann später mehr so in Richtung Erze schmelzen. Gehen. Und mal gucken, was wir dann noch machen. Wir müssen erstmal gucken, ob wir mit den Skillpunkten überhaupt hinkommen. Und der müsste jetzt so langsam doch eigentlich auch mal mit dem Skillbook fertig sein, ne? Hab ich die Meldung verpasst gehabt? Wir gucken gleich mal. So. Jetzt komme ich hier natürlich nicht drauf, ne? Oder? Nein, wäre auch zu schön gewesen. Aber das ist kein Problem. Bauen wir uns ein kleines Erdhügelchen hier hin. Das sollte gehen, so. Dann bauen wir uns ganz schnell das Dach hier drauf. Na? Ja, manchmal ist das ein bisschen frickelig noch mit dem Bauen hier, wie man sehen kann. Aber es geht. Ist ja alles noch eine Beta. So, wir werden nicht hinkommen. Nein, okay. 2 fehlen noch. Ist der vielleicht noch dran? Nee, ne? Ja, egal, 2 bauen wir schnell nach. Ist ja kein Problem. Genug Ressourcen haben wir auf jeden Fall da. Obwohl, ich hätte eigentlich noch ein Fenster reinklöppeln können, ne? So. Ah, hätte man sich ja doch sparen können. Aber egal, haben wir 2 auf Reserve, ist auch nicht verkehrt. Läuft ja nicht weg. Wird nicht schlecht. Kippt nicht um. So.
Ach, und die hätte ich auch rausnehmen können, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ah ja, ist nicht schlimm. Wir wollen ja später noch ein paar Fenster, Türen reinbauen. Apropos. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Dann packen wir die erstmal wieder weg. Holen uns unseren Steinmetztisch und packen den direkt hier rein. Jetzt aber. So. Und wir haben mehr als genug Platz. Also einen Tisch kriegen wir je nachdem noch rein. Müssen wir mal gucken. Ja, doch, einer sollte passen. Gut, und dann fangen wir hier direkt an, wobei wir fangen nicht direkt an, weil wir brauchen für den, ich sage jetzt mal geschlagenen Stein, brauchen wir diese Pitches, ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt. Ich sage jetzt einfach mal Wanne dazu. Und dafür brauchen wir erstmal Sand. Da bin ich gerade überlegen, können wir eigentlich schon die Karre, dafür braucht man, glaube ich, den Sägetisch, ne? Um die Karre zu. Nee. Woodworking, oha. Oh. Woodworking 1. Nun gut. Ewing Tree. Ja, sonst würde ich sagen, dann machen wir das. Bevor wir da jetzt zehnmal. Obwohl. Moment, bevor ich jetzt einen Fehler mache. Wir können noch keine Erdrampen bauen, ne? Das ist ein Problem, weil wenn wir den Karren jetzt bauen, ich kriege den hier nicht hoch und runter gezogen. Das heißt, wenn ich da jetzt die Skillpunkte für ausgebe, bringt mir das eigentlich überhaupt gar nichts. Das ist jetzt etwas blöde. Weil für die... Oh. Hallo Donatello. So. Für die Erdrampen, ich weiß gar nicht, da müssen wir auch auf jeden Fall wieder Skillpunkte für ausgeben. Und die haben wir nicht. Von daher müssen wir das jetzt einzeln leider rübertragen. Hier wäre es jetzt interessant, wenn die Fine mit dabei wäre. Dann könnte man ein bisschen gucken, dass sie noch anfängt zu skillen. Und hätte das eventuell ja dann bauen können. Ja, mal gucken, vielleicht stößt sie später ja noch dazu. So, wir gucken jetzt mal. Wir haben zwar jetzt noch nicht so viel Sand, aber wir können ja schon mal die ersten Pitches herstellen. In der Zeit, wo wir hier noch zu tun haben. Ah. Oh, 14 Stück. Na gut, wir brauchen aber 3 Stück. Allein für einen so einen geschlagenen Stein oder gehauenen Stein. Also holen wir weiter Sand. Da bin ich außer Rand und Band. Oh, oder an die Sandbank. Okay, jetzt lassen wir es aber auch. Zum Glück habe ich mir jetzt ein Plätzchen hier ausgesucht, wo alles in, ich sag mal, unmittelbarer Nähe direkt zu finden ist. Also ich wollte was haben, wo ich Bäume habe, Sand habe, Erde hat man ja eh überall und auf jeden Fall Stein. Und das, dass man halt nicht zu lange laufen muss.
Ich sag mal, mit dem Sand, das geht ja hier noch, auch mit den Bäumen. Die sind jetzt nicht so ultra nah dran, aber es passt. Man läuft sich nicht zu Tode, sagen wir mal so. Was natürlich passieren kann, ist, dass wir irgendwann keinen Strand mehr hier unten haben, sondern einen riesigen See. Aber hey, die Aussicht wird bestimmt schöner und besser dadurch. Wer weiß. Aber ihr braucht schon Sand. Also, beziehungsweise, wir brauchen schon einen Sandstrand. Oh, das sieht auch interessant aus hier. Okay. So. Herzogin Fine trödelt ein. Oder trudelt ein. Naja, trödelt passt, glaube ich, auch ganz gut. Oh, guten Abend, die werte Runde. Also in Zwischenzeit bin ich Okay. über den Strand etwas am Ausweiten hier. Ausweiden oder ausweiten? Ja, Alles. ich sag mal, ich weite den See aus. Ich glaube, der Ausdruck passt besser. Wir brauchen Sand, weil ich möchte gerne obendrauf nochmal ein Steinhaus bauen oder Okay. setzen. Und ich habe jetzt schon mal das Holzhaus etwas erweitert, sodass wir da jetzt den Forschungstisch und den Steinmetztisch drin haben. Wir könnten noch einen Tisch reinsetzen. Aber das wird nicht reichen, weil ich hätte gern auf jeden Fall noch einen Schneidertisch, damit wir uns einen größeren Rucksack bauen können. Und ein Ofen für Speisen und Erze einzuschmelzen wäre auch nicht so ganz verkehrt. Hier hüpf. So. Deswegen wollen wir weiter ausbauen. Und wir müssen gleich mal gucken, auf welche Fertigkeiten du skillst. Ja, ich muss erstmal ins Spiel kommen. Das wäre Grundvoraussetzung tatsächlich. Dachte ich mir auch so krass. Dachtest du dir so krass? Ja, dass ich da auch erstmal ins Spiel muss, bevor ich das Spiel spielen kann. Hey, du bist gut. Wie heißt du? Eko. Nee, das ist nicht mein Problem. So, meine Spieler dahin. Du musst jetzt auf meinen Server kommen hier, ne? Naja, ich bin auf dem Weg. Ich fliege. Das glaube ich nicht. Gut, dass wir so viel Sand vor der Tür haben. Sonst hätte man ein kleines Problem. Ich bin connecting. So. So. Jawohl. So. Ja, dann bastel dir mal dein. Du hast gar einen Charakter gerade in 2 Sekunden erstellt. Ich habe den nicht erstellt. Ich habe einfach den genommen, der da war. Das ist mir doch wurscht, wie ich aussehe. Ist es denn möglich? Wieso kann ich nicht laufen? Tja, du hast deinen Charakter nicht vernünftig erstellt. So ist das halt. Hättest auch Beine auswählen sollen. Nicht nur Arme. Nee, jetzt ernsthaft. Ja, hättest du Beine nehmen müssen. Ohne Beine ist Laufen schwer. Ah, jetzt. Ich würde dir empfehlen, mal auf die Karte zu gucken, bevor du jetzt wild drauf zuläufst. Ja. Weil du musst uns ja erstmal finden. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Ach Gott. Hast du uns gefunden? Wie setze ich den Marker nochmal? Set Waypoint steht da an der Seite. Du kannst sie auch einfach wegklicken, die Tutorials.
Das haben wir jetzt ja schon mehr als einmal gemacht. Sollte in Fleisch und Blut übergegangen sein. Und wenn nicht, fragst du einfach mich. Jawohl, mein Tutorial. Du erzählst oder erklärst mir in Ruhe, was du von mir möchtest, und ich erkläre dir dann in Ruhe, warum das nicht geht. Okay. Warum nochmal muss ich das Spiel spielen? Bitte was? Warum nochmal muss ich das Spiel spielen? Weil ich das sage. Reicht das? Weil du es magst? Hm. Weil wir streamen und spielen und Let's Playen und so? Ja. Du bist am A der W hier. Ach. Ja, da bin ich ja noch um die Audiobearbeitung drumherum gekommen gerade. Wieso? Das hätte ich nicht gesagt. Ja. Ich weiß, wo ich hier bin. Ja, ja, ist okay. Ach, ich muss wieder was essen. Also bis ich da bin, ist die Folge zu Ende. Hast du unser Häuschen überhaupt schon gefunden? Ja, habe ich. Das ist auf der gegenüberliegenden Seite von mir. Ja, das ist nicht so weit. Nein. Nein, das ist nicht so weit. Da ist nur ein Meer dazwischen, also muss ich einmal rumlaufen. Nee, schwimm doch rüber, habe ich auch gemacht. Kannst durchaus rüberschwimmen, so weit ist das nicht. Kannst du ruhig glauben. Ah. Auch wenn du mir sonst nichts glaubst, das kannst du ruhig glauben. So. Na, ja, die Welt ist das nicht, ne? Aber gut, wir können die Fackel mal rausnehmen, die Standfackel. Nehmen wir ein bisschen Fleisch mit raus, damit ich mich nicht immer nur von Tomaten ernähren muss hier. Hast du schon gejagt? Ja, höre mal, natürlich. Wo stellen wir die denn hin? Ich gehe nochmal schnell was Erde holen. Das gefällt mir vornehmlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Dann machen wir doch mal ein bisschen Erde hier drauf. Damit wir doch vernünftig laufen können, was hinstellen können. Ach, das wird herrlich. Dann kriegt die Vieh noch nicht einen Schreck, wenn sie hier ankommt. Wenn ich jemals ankomme. Und denkt, ach du meine Güte, was hat der da gebaut? Von lebensbedrohlichen Fallen, die wir gesetzt haben, sagen wir jetzt erstmal nichts. Da kommt sie schon von alleine drauf. Ja, ja. Ich komme überhaupt nicht an. Das ist nicht so weit. Schwimmst auch in die richtige Richtung. Keine Ahnung. Mach doch die Karte dabei auf. Dafür hast du sie doch. Du Jeck. Wo bin ich denn da? Wo sehe ich mich denn jetzt? Ja, scroll mal ein bisschen auf der Karte rum. Ach komm, wir gucken auch mal. Wenn wir schon dabei sind. Ach da. Oh, natürlich nicht in die richtige Richtung unterwegs. Ja, wo ist sie denn? Ich finde dich gar nicht. Ich bin woanders. Aber wo? Weit weg. Also eigentlich müsste sie hier irgendwo gestartet sein, weil ich meine, hier war der Startpunkt, wenn ich mich recht entsinne. Also man sieht, ach, da ist sie. Da, Tatsache. Also man sieht, es ist schon ein kleines Stück. Nur wenn man dann hier so rüber geschwommen wäre, ne, nur so, das hätte knapp eine Minute gedauert und dann noch, sagen wir mal, 2 Minuten, 3 Minuten bis hierhin. Ich mag das schon nicht, weil ich mich hier andauernd nur verirre. Nein, wenn du jetzt gleich hier bist, verirrst du dich nicht. Nein, nein, nein. Ich habe dir zuliebe auch noch ein Labyrinth gebaut, da wirst du gleich drauf stoßen. Ein Maislabyrinth, aber nicht essen bitte. Ich esse das alles auf. Mais. Korn. Auch eine blinde Fiene findet ein Korn. Ich fand den jetzt gut.
Oh. Es tut mir leid, dass wir jetzt ein bisschen viel am Rumbuddeln sind, aber wat mut dat mut. Was auch. Ich wäre da fast runtergefallen. Na, die erste Falle gefunden? Hm.